Heute, was geht ab, Leute? Wir haben hier ein Gibunkel oder sowas in der Art. Auf jeden Fall den Frosch. Endlich mal. Ich habe ihn heute aber schon jetzt zum dritten Mal gesehen. Jetzt aber das erste Mal, wo er relativ nah war. Also nah genug, dass ich rausgegangen bin, um ihn zu holen. Und da haben wir ihn, Leute. Da haben wir ihn. Da ist er ja. Naja, Dex-Eintrag. Da ist er endlich. Ansonsten haben wir ein paar Neuigkeiten bezüglich der Feldforschung im Januar. Und ein paar Eier müssen auch gleich schlüpfen. Aber ich gehe erstmal heim, ist kalt. Dann gehen wir über die Neuigkeiten. Na, da haben wir die Eier am Start. Gut, dass ich gerade ein Sternstück gezündet habe. Godzilla, Alter. Warum? Na endlich! Bam! 100er, komm! Es ist kein 100er. Bam! Man fuck so. Bam! Silbermedaille, Sinno. Das war's? Eigentlich müssen da noch ein paar kommen. Nee, 1 Kilometer noch, okay, das war's. Bam, man fuck so. Jetzt fehlt nur noch Mantax Junior. Ich habe gerade ein bisschen getauscht und diesmal habe ich sogar auf den GPS Drift gehofft, weil die paar Meter habe ich noch gebraucht. Kam ein bisschen später als erwartet. Das Sternstück leider schon vorbei. Wir haben gerade das Manfaxo so gebrütet, das war nicht schlecht. Können wir das noch, wie nennt man das, nach Hause ziehen, also nach Hause holen und das letzte Baby uns da schnappen, das noch fehlt. Ich drehe mich mal zu euch. So. Okay. 100er Rabauts wäre nicht schlecht, aber sonst brauche ich keine Rabauts. Gut, dass man die WP nicht sieht, wegen dem GPS-Signal-Ding. Doppelrabaut, alles klar. 6 Eier müssen sein, das war glaube ich gerade der dritte. Magbi-Rabauts. Hälfte haben wir. Noch ein Knospi. Ja, Knospi brauche ich jetzt, wo ich einen Shiny habe, gar nicht. Also auch kein 100er. Weil ich habe auch 100er Roselia. Das wird dann demnächst zu Roselade. Togepi. Leider nicht Shiny. Und auch nicht 100, aber soll ich es euch verraten? Soll ich es euch verraten? Ich habe letztens ein 100er Togepi gebrütet. Zeige ich euch gleich. So, letztes Ei. Also ja, bei mir in letzter Zeit geht es ganz gut ab mit den Eiern. Godzilla, dich braucht niemand, Alter. Dich braucht niemand, Godzilla. Ah, okay, das war's. So. 3,75. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Puh! Neue Feldforschungsdurchbrüche für den nächsten Monat sind bekannt. Sind Lugia und Ho-Oh. Und die hatten wir erst vor einer Woche oder so, circa 2 Wochen, für ein Wochenende in den Raids. Und jetzt sind sie nicht nur für Januar, sondern sogar für Februar, die nächsten 2 Monate in den 7-Tages-Feldforschungsdurchbrüchen. Aber alle 8, also Zapdos, Lavados, Arctos, Entei, Raikou, Suicune, und jetzt Ho-Oh und Lugia sind für Januar und Februar in den Feldforschungsdurchbrüchen. Ich habe mal so die Reaktion abgecheckt auf Twitter, auf Facebook und so. Ja, und die Leute sind an sich nicht so begeistert. Ist verständlich, Ho-Oh und Lugia hat mir jetzt schon sehr oft, wie gesagt, vor einer Woche, 2 Wochen, waren die gerade erstmal wieder da. Ich meine, an sich finde ich es nicht schlimm, dass sie jetzt in den Feldforschungsdurchbrüchen sind, weil irgendwann muss mal alles kommen und die waren halt noch nicht da. Sie waren halt schon sehr oft da, aber nur in den Raids. Und ja, es gibt tatsächlich noch Leute, die Ho-Oh und Lugia immer noch nicht haben. Und es gibt Leute, die nicht genug Leute zusammenbekommen für Raids. Aber ein Problem habe ich, einen Kritikpunkt. Und das ist halt der, dass 8 verschiedene Pokémon, 8 Legendäre verfügbar sind, möglich sind als Belohnung. Ja, und selbst die Leute, die das jetzt gut finden, dass Ho-Oh und Lugia kommen als Feldforschungsdurchbruch, ja, die müssen sich darauf vorbereiten, ein bisschen leiden zu müssen, weil die Chance 1 zu 8, okay, es sind 8 Wochen, aber
Das heißt nicht, dass du jetzt in den 8 Wochen jeden einmal bekommst oder so, sondern, ja, ist random. Kann sein, dass du einfach so 5 Sekunden oder so bekommst. Deswegen, ja, das ist so mein Kritikpunkt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass jetzt Ho und Lugia am Start sind, aber 8 verschiedene ist schon komisch und die Auswahl ist einfach viel zu groß. Selbst für die Leute, die Ho und Lugia haben wollen. Klar, es gibt alle Shinies, ich blende das auch hier ein. Zapdos Shiny, Lavados Shiny, Arctos Shiny, Ho-Oh Shiny und Lugia Shiny möglich aus der Feldforschung als Belohnung. Und wir gehen das Ganze kurz mal durch. 100er Arctos, 1308. 100er Zapdos, 1511. 100er Lavados, 1485. 100er Lugia, 1587. 100er Raikou, 1479. Entei, 1488. 100er Suicune, 1278. Und 100er Ho-Oh, 1655. Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die finden das sehr interessant. Für die Ligen, weil Level 15 sind alle Pokémon aus der Quest, inklusive den legendären. Zum Beispiel jetzt ein Zapdos, 100 ist 1511, aber ein schlechteres, ja, das ist dann unter 1500. Also es gibt immer positive Seiten, es gibt immer irgendwelche Leute, die das noch brauchen. Mal schauen, was ich jetzt sonst noch so mache. Ein paar Eierbrüten, so wie immer. Ich muss noch zu Post und dann vielleicht ein paar Raids, keine Ahnung. Vielleicht irgendein Nest abchecken. Ich habe noch nicht geschaut, was für neue Nester es gibt. Mal schauen. Kommt euch vielleicht bekannt vor, das ist der Luitpold Park, mal wieder. Wir waren letztens hier für ein Samurzelnest und davor für ein Chillasnest. Und jetzt ist hier ein Knilznest, denn das fehlt mir noch Lucky. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, wo ich alle meine Luckys gezeigt habe, beziehungsweise die, die mir fehlen. Und ja, jetzt drehen wir hier ein paar Runden und hoffen auf einen Lucky, was war hier nochmal, Knilz, ein Lucky Knilz. Schon sind wir auch wieder da, mir ist nämlich gerade aufgefallen, hier ist ein neuer Stop. Indianerspielplatz. Hat auch den Ring, ich habe ihn gerade zum ersten Mal gedreht. Interessant. Grüße gehen auch raus an Schilling. Der hat auch einen Stop bekommen, irgendeinen Schilling-Stop. Ich hatte auch mal eine super saftige Arena, aber der Name wurde wieder geändert. Das war so eine Kirche, die hieß dann irgendwie super saftige Kirche. Ja, und jetzt ist es wieder eine ganz normale Kirche. So, ich habe gerade einen Knilz gefangen und hier sind noch ein paar Off-Sightings. Bisschen besser als der Hirschgarten. Das ist ein bisschen, tausendmal besser, aber... Ich habe hier noch eine Quest oder drei, wo ich Sachen pushen muss. Oh, wir müssen zurück zum Stop, weil da hinten, neben dem Sneeble, die Quest ist auch nochmal 10 Pokémon pushen. Silberne Ananas momentan, die beste Belohnung, finde ich. Jetzt, wo es keinen Kader mehr gibt und kein Absol. Lapras gab es auch eine Weile, wobei das war ein Event, Aerodactyl gab es. Was pushen wir hier denn mal? Also normalerweise pushe ich immer meinen Satzenia für die Quest, weil das Lucky, das 100, das werde ich eh irgendwann mal auf Max pushen. Aber ja, das machen wir mal hier. Ein außergewöhnliches Pushen außerhalb eines Push-Videos. Schön saftig 9-mal silberne Ananas abholen. Wobei die benutze ich eh nur für X-Rays. Morgen übrigens X-Rays, gestern kam neue Einladung. Ich habe keine bekommen, aber mein X-Ray-Dealer, der Murat, hat mir wieder eine gegeben. Morgen habe ich 2 am Start und werde auch versuchen, wenn morgen Angus vom Deoxys kommt, was wahrscheinlich kommen wird. Man weiß ja nie ganz genau, aber ist eigentlich bestätigt vom Support von Niantic. Ja, dann werde ich versuchen, den alleine zu machen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Aber jetzt erstmal die 3 silbernen bzw. 9 abholen hier. Bam, bam, bam. Läuft. Da hinten ist ein Raid, den habe ich eingetragen. Und zum Glück hat sich einer gefunden, mit dem ich das machen kann, weil ganz alleine schaffe ich es noch nicht ganz. Aber davor habe ich noch ein paar Eier am Start. Müssten 6 sein. Mal schauen, gestern Nacht hatten wir Glück. Da haben wir Mamfaxu bekommen. Leider nicht shiny. Ansonsten, was brauche ich noch? Mantax Junior, genau. Oh, das war nur einer. Fehlalarm oder was ist da los? Oh. Das war ein Einzelner, der nur vereinzelt. Der Rest kommt noch. Aber jetzt haben wir die Eier am Start. So. Haben wir Glück. Alter. Na, vielleicht ist er ja 100. Nee, ist er nicht. Gerade das Heatran gemacht, aber... Leider nicht gefangen, aber war auch nicht so gut. 2,50? Ne,
So. Und danach? Ja, danach gehe ich eigentlich, also auf dem Heimweg, auf dem Rückweg fange ich noch alle, die noch da sind. Ja, und dann war es eigentlich auch schon. So. Ich habe ein bisschen zu viel von diesen Pichu-Method. Also ich weiß, soll mich nicht beschweren, manche haben noch gar keinen, aber ich habe ein bisschen zu viel von denen. So, ich glaube das letzte. Kriegen wir noch einen Knaller? Oder war es das? Ich hätte nicht fragen sollen. Ich hätte nicht fragen sollen. So, das war's erstmal für heute. Ich tausche später noch ein paar Runden. Mal schauen, ob ich einen Lucky Knilz bekomme. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Ah ja, ich habe eine Umfrage gestartet in diesem Community-Tab. Ihr könnt es auch vorbeischauen und eure Meinung abgeben zu der ganzen Situation mit Ho-Oh und Lugia im Feldforschungsdurchbruch. Die meisten finden halt, dass A, Ho-Oh und Lugia zu oft kommen und B, die Auswahl mit 8 Legendären echt zu viel ist. Dem kann ich mich nur anschließen. Aber ja, jetzt das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.